Herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Viel Spaß, wenn wir das Liedfragment suchen. Okay. Hallo Immerlinge, ich komme euch nochmal eben besuchen. Ja, ach nee, seid gegrüßt, Mitreisender. Ich bin Wahrsagling, der Hellseher, der hypnotisierende Meister des Verstands. Meine gewaltige Gabe der Prophezeiung bringt mich zu der Annahme, dass du auf der Suche nach etwas bist, nicht wahr? Nach etwas Wundersamem, etwas Verlorenem. Du suchst nach dem verlorenen Templer-Medaillons. Moment, was? Liedfragmente? Du suchst nach dem Liedfragment aus dem Immerbaum? Aus dem Immerbaum. Nun, ich weiß bereits, wo sie zu finden sind. Das ist noch nicht einmal eine Herausforderung. Gut, gut. Ich schätze meine überwältigenden geistigen Kräfte und ich können dir einen Hinweis geben. Ernsthaft jetzt? Ich dachte, ich soll komplett woanders suchen. Ein Hinweis? Verlasse die Stadt und überquere die Brücke. Folge dem Pfad zum Fuß des Berges. Du musst auf die Pilze springen, bis du den Eingang erreichst. Okay. Moment. Schreib mir das besser auf. Also, Stadt verlassen. Ich denke mal, dass der damit die Wiesen vertieren meint. Hoffe ich zumindest. Oder er meint jetzt hier das von den Immerlingen. Ich bin mir nicht sicher. Dann die Brücke überqueren. Pfad folgen. Aber Brücke überqueren. Ach, die ist rechts herum. Pfad folgen. Bis Fuß des Berges. War das nicht da, wo wir vorher schon gewesen sind? Also wenn das jetzt drüben ist. Auf Pilze springen. Bis man den Eingang erreicht. Okay. Ich kenne mich. Ich habe sonst die Hälfte wieder vergessen, wenn ich mir das nicht aufschreibe. Obwohl ich selbstverständlich weiß, was du sagen wirst, musst du es dennoch aussprechen. Also, was möchtest du wissen? Ich frage nochmal wegen dem Liedfragment. Die Liedfragmente von Immerbaum. Mysteriöse Gegenstände, die im Herzen des Immerbaums gebildet wurden, als die ersten Noten des Liedes abgestimmt wurden. Man kann den Nachhall der Stimmen und der Alten noch im Stein hören, weißt du? Sie verschwanden eine nach dem anderen an dem Tag, an dem das Lied zerbrach. Doch jetzt sind sie zurück. Oder vielleicht waren sie schon immer zurück. Und wir sind jetzt erst bereit, sie zu finden. Was dem auch sei, wir müssen sie wieder zusammensetzen, damit der Baum wieder gesund wird, muss sein Herz wiederhergestellt werden. Obwohl ich selbstverständlich weiß, was du sagen wirst, musst du... Achso, ja, das ist das Gleiche wieder. Auf Wiedersehen, wir haben nicht so viel Zeit, es tut mir leid. So, ich dachte gerade schon, lecker ist... Moment, lecker ist drin, das ist aber doch das Gleiche. Nee. Da habe ich gar keine von. Ändern die sich immer? Schwammartig? Die ändern sich immer. Oh nein. Da muss ich mich jetzt aber sehr beeilen, ob ich hier noch irgendwas tauschen kann. Wenn ich jetzt den Weg dahin wiederfinde, heißt das. Das war auch in so einer Höhle drin, glaube ich. Ah ja, hier. Müssen wir jetzt alles tauschen, was es irgendwie zu tauschen gibt? Anscheinend aber nicht bei dir. Okay. Hallo? Bei dir auch nicht? Mit wem kann ich denn reden? Hallo? Hallo? Ah, lass uns tauschen. Okay. Ja, die möchte ich alle tauschen, bitte. Hallo? 25, ja. Nee, ich habe ja jetzt nichts mehr zum Tauschen, also kann ich jetzt nicht mehr. So, hier vorne war aber... Oh, Moment. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was wo drin ist. Da. So, auf der 7. Oh. Okay. Das war jetzt pure Zerstörung, aber machen kann ich damit nichts. Na gut. Konnte ich mit dir reden? Reden ja, aber nichts tauschen. Ah, warst du das? Auch nicht. Ihr könnt mich doch alle mal... Hier stand doch noch ein zweiter, mit dem man tauschen konnte, oder nicht? Auf jeden Fall war hier noch einer, mit dem man Gras tauschen konnte. Das hört sich jetzt irgendwie seltsam an.
Das war der hier. Jetzt weiß ich aber gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob ich überhaupt welches dabei habe. Ach, bei dem konnte ich auch Kerne tauschen. Das ist sehr, sehr gut. Machen wir erstmal 15. Okay, perfekt. Dann habe ich auf jeden Fall 100. Ja, lass uns noch ein paar mehr tauschen. Das ist ja hier sehr ertragreich, so wie es aussieht. Dann haben wir 12. Dann habe ich noch welche im Petto. Ja, perfekt. Nein, danke. Ich habe leider auch nicht so viel Zeit. Ich muss jetzt hier durchhetzen. Vielleicht schaffen wir das ja heute noch. Hier oben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die sich jetzt hier täglich ändern würden. Vielleicht ist da noch wirklich mal verträumt dabei. Also die habe ich schon. Die würde ich gerne. Oh, aber das ist... Die kostet 60. Und die kostet auch 60. Wie viel habe ich? Schwammartig habe ich auf jeden Fall noch nie gehabt. Aber ich habe anscheinend noch 60 übrig. Dann nehme ich davon noch eine. Okay. Ja, dann gehe ich mal wieder zurück, wenn ich hier durchkomme. So. Und ich hoffe, dass die Zeit noch reicht, um da mal nachzuschauen. Jetzt bin ich echt aufgeregt. So. Ja, ja, ja. Ich weiß, du könntest mich da theoretisch auch hinbringen, aber ich kann auch die paar Meter laufen. So, das sind nicht die Wiesenquartiere, wo wir jetzt gleich drin sind. Oder das Stück gehört noch dazu. Ich weiß es nicht. Ja, da kam nichts Neues. Ne? Naturschutzgebiet ist woanders. Könnte doch nur Wiesenquartiere sein. Also, Stadt verlassen, Brücke überqueren, dem Pfad folgen bis zum Fuß des Berges. Welcher Berg? Ja, der Pfad geht aber eigentlich links rum. Jetzt fühle ich mich schon verarscht. Okay, wir probieren es trotzdem mal hier. Ich glaube, hier waren wir auch schon mal. Irgendwie führt mich der Wind auch gerade hier hin. Ich glaube, hier sind wir auch schon mal hochgesprungen. Entweder habe ich hier nicht alles gesehen oder wir waren hier tatsächlich noch nicht. So, und da sollen wir dann nur auf den Pilzen hochspringen. Doch, hier waren wir aber schon mal. Bis wir... Das finden. Das Fragment. Hier oben habe ich schon mal was geöffnet, aber hier geht es noch weiter. Das haben wir auch geöffnet. Ah! Ah! Jetzt kommen wir da rein. Ja, wie geil ist das denn? Wir hörten Gerüchte, dass die Liedfragmente entwendet und ihre Kraft von den anderen Gilden benutzt wurde. Aber das geht über ihre Nutzung hinaus. Kann ich ja auch durch die Türen durch? Es scheint, als ob sie verstecken wollten, dass die Runen genutzt haben. Also hier kann ich nichts benutzen. Vielleicht dachten die anderen Alchemisten zu dieser Zeit, dass sie das Richtige tun. Ja, das ist auch alles schön und gut. Aber Moment. Nee, hier kann ich aber nichts machen. Ich das hier vielleicht machen? Das finde ich sehr suspekt. Was ist das denn? Oh. Ah! Okay. Lass mich raten, das ist jetzt ein Labyrinth hier. Komm, dich nehmen wir noch mit, wenn du schon mal hier stehst. Bequemlichkeit, okay. Okay. Oje, oje. ach, die soll ich zertrümmern? Nee, damit kann ich hier nur in die Richtung. Ah, Richtung schieben. Die Frage ist nur, in welche. Ich denke mal, die müssen hier auf die Dinger drauf. Und das bis ganz hinten? Nee, immer nur eins. Okay. Moment.
ja doch. Irgendwas scheint hier... Nee. Hä? Ich habe gerade irgendwas gehört. Aber ich glaube, das ist auch nicht richtig hier. In dem Fall mag ich keine Rätsel. Moment, oder? Eins, zwei, doch, das kann doch sein, dass die da drauf müssen. Und dann hier drei. Das sieht immer so ein bisschen komisch aus, als ob das nur die Richtung beschreibt, wo man die hin schleudern muss. Aber ich glaube, das sind wirklich die Plätze. So, die Frage ist jetzt, wie mache ich das jetzt am besten? Ich glaube, so ist das am besten. Aber ich habe doch nicht genug dafür. Nee, also irgendwas ist hier nicht richtig. Oder doch? Moment, das sind doch drei noch. Dann ist es wohl doch richtig. Okay, der stellt sich da schon rein. Sehr schön. Setz dich noch nicht fest. Ich muss den verschieben. So. Komm schon. Weitere Türen. Ich glaube, diese Folge wird etwas länger dauern. Wir gucken jetzt erstmal eben in der Mitte. Es scheint irgendwas im Hintergrund bewirkt zu haben. Was ist das hier eigentlich? Okay. Nichts, womit wir was anfangen können anscheinend. Ja, gehen wir erstmal durch die erste Tür durch. Vielleicht kommen wir auch bei beiden Seiten gleich aus. Oh, ich nehme mal kurz mit. Raupenett. Okay. Und reichhaltig. Ich denke ja immer noch, dass dann eventuell... Ja, anscheinend kommen wir bei beiden das Gleiche raus. Dass wir eventuell irgendwelche neuen Essenzen bekommen, wenn wir die hier mitnehmen. Ich glaube, wir müssen hier komplett hoch in den Tempel, so wie es aussieht. Eieiei. Oder auch nicht, weil wir laufen hier im Kreis. Ah doch, hier kommen wir durch. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, ich kriege jetzt hier gleich einen Stromschlag, wenn ich da durchlaufe. Aber hier gehe ich doch... Zurück kann ich. Ah, okay. Die Frage ist, muss ich die andere Seite. Oh, oh, er hat jetzt gespeichert. Das ist nicht gut. Ach, ich bin wieder am Anfang. Hä? Okay. Ist ja schön, dass wir dann alles offen haben, aber. Ich denke mal, wir müssen ja. Ja, es war aber keine Tür, das war nur... eine Wand, glaube ich, wo das durchgebrochen ist. Tja, und nun? Muss ich jetzt hier nochmal drauf? Moment. Ach nee, das ist nochmal ein neues Rätsel. Das ist gar nicht die Kammer. Ah, okay. Ja, dann... Machen wir das doch hier auch nochmal. Gerade schon bewegt sich jetzt irgendwas. Mal schauen. Die müssen da oben rein. Einer muss nach hier. Stellen wir dich am besten erstmal dahin. So, da du schlecht da wegzuschieben bist, würde ich sagen, stellen wir dich da rein. Dahin. Da. Oh, das war jetzt doof. Das war jetzt wirklich doof. Hallo, darf ich noch was sehen hier? Naja, gut, okay. Es ist aber zum Glück nicht so, dass man dann irgendwie festhängt. Ach, Moment. Der war richtig.
da hinten standen nicht richtig. Okay. Ja, dann schieben wir den jetzt da rein. Hätte ich natürlich auch drauf kommen können. Ich meine, die leuchten dann ja immer so ein bisschen. An. Es wäre nur schön, wenn wir hier auch mal irgendwann zum Ziel kommen würden. Ich meine, wir können das natürlich jetzt noch, keine Ahnung, 20 Minuten machen, immer im Kreis laufen und immer wieder neue Rätsel. Oh nein. So meinte ich das aber nicht. Ich habe nur gesagt, das könnte man machen, nicht, dass ich es machen möchte. Ah, okay, ich hoffe, aller guten Dinge sind drei, weil sonst drehe ich hier, glaube ich, bald durch. Okay, also den da reinstellen. Die stehen da schon so schön vor. Hallo? Einmal. Zweimal. Und einer ist hier irgendwie zu viel, kann das sein? Kommt's da? Ach, hier vorne. Ah, so, okay, verstehe. Ist doch nicht einer zu viel. Kann ich hier mal so hoch springen? Genau. Okay. Nein! Och, du sollst den treffen, wo ich vorstehe. So, den hat er angenommen. Sehr schön. Können wir den letzten noch hier reinmachen? Und dann hoffe ich, dass wirklich aller guten Dinge drei sind. So. Da weiß ich immer noch nicht, was das hier eigentlich bedeutet, aber okay. Ich kann mich jetzt nicht an diesen Tierchen hier aufhalten. Ledertapete ist immer gut. Die würde ich gerne für mein Zimmer dann benutzen. Ah, das hört sich auf jeden Fall schon mal gut an. Schauen wir aber hier nochmal eben, was wir noch zerstören können. Übrigens, wir sind jetzt schon so lange hier drin, dass ich davon ausgehe, dass in diesen Bereichen tatsächlich dieses mit dem Tag beenden... Ah, da hinten ist ein Immerling. Kind... Du hast mich gefunden. Toll, dass du diese Immerling-Kinder zurückgebracht hast, Großling. Sie sind alle wieder hier und benehmen sich wie typische Immerkinder. Was für eine Erleichterung das doch ist. Hör mal her, du kannst ihre Hilfe gebrauchen, oder? Sie können dir im Immerbaum aushelfen, mit Gartenarbeit und so. Das ist wie Hausaufgaben machen. Ah, wie schön. Wir wären begeistert, wenn wir uns dieser kleinen Schätzchen annehmen könnten, oder? Schick sie uns vorbei. Ja, ich wäre tatsächlich begeistert. Du hast keine Ahnung, wie glücklich mich das macht. Du kannst die kleinen Schätzchen vom Immerbaum aus für deine Welt anheuern. Sie jäten Unkraut, wässern deine Pflanzen und vieles mehr. Okay. Das hört sich gut an. Das hört sich sehr, sehr gut an. Hinten geht es, glaube ich, weiter. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich das hier... Achso, ich dachte, ich kann ihn hier wegschlagen. Ist das jetzt in der Wand verpackt oder habe ich das jetzt bekommen? Okay. Aber das... Nee, ich dachte gerade, es ist eine Sackgasse. Jetzt bin ich gerade nicht mehr sicher, ob ich jetzt hier noch richtig bin. Da hinten ist auch nichts, ne? Und Schalter. Gehen wir drauf. Was sind die denn hier immer? Ich höre die ständig, aber... Ja! Wenn ich jetzt wüsste, in welche Richtung das jetzt war. Ich denke mal, da hinten wird der
Oh, ach so, das ist der Eingang unten. Ah, okay, verstehe. Dann werde ich aber auf dem Rückweg gleich die andere Tür auch nochmal aufmachen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ist sonst nichts? Ja, du bist jetzt weg. Egal. Okay. Liedfragment des Bewusstseins. Es vibriert in deiner Hand. Es sucht das Baumherz. Ja, perfekt. Geh zur Baumherzkammer und platziere das Liedfragment. Das werden wir gleich tun. Sehr, sehr geil. Ich möchte nur, damit wir hier... Achso, das war jetzt gerade so ein Zischen. Damit wir hier tatsächlich auch alles offen haben. Was habe ich ja eigentlich für Fußspuren, sehe ich gerade erst. Tatsächlich auch alles offen haben, möchte ich hier gerne die eine Tür noch öffnen. Ich weiß ja nicht, ich glaube nicht, dass man da jemals nochmal hinkommt, beziehungsweise hingehen soll. Aber ja, ich bin halt so eine kleine Perfektionistin, da muss alles wirklich so sein, wie ich es haben möchte. So, okay, dann gehen wir, wenn die Zeit noch reichen sollte. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Komm schon, komm schon. Ja, weiter, 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 weiter. Ich weiß, es ist schon spät. Mach hinne. Oh, lauf. Ah. Was sind das jetzt hier eigentlich für Hello Kitties hier rechts? Ach so, doch. Hier war ich schon mal, aber genau, Tierstatue im Altar. Jetzt muss ich hier gerade erstmal überlegen. Moment, hier ist die Brücke. Genau, hier muss ich wieder zurück. Ich hätte mich natürlich auch abholen lassen können, nebenbei bemerkt. Es wäre vielleicht besser gewesen. Gerade jetzt. Moment, hier ist noch was. Mansys Kinder sind wirklich süß. Sie spielen und lachen den ganzen Tag, bis sie vor Erschöpfung einschlafen. Und die Geschichten, die sie erzählen. Erst gestern hat mir Ada von ihren Freunden im Dickicht erzählt. Sie sind pelzig und klein und springen zack, zack, zack umher, ohne sich zu bewegen. Ja, das sind die immerligen Kinder. Lass mich da noch hin, bitte. Ich weiß, es ist schon spät. Lauf. Wobei der noch nicht gemeckert hat, dass es schon Abend ist. Ich bin also noch guter Dinge, dass wir es noch schaffen. Ah, perfekt. Okay, rechts war das, ne, was so leuchtet. Das heißt, ach du Schande, das heißt, wir müssen 6 Stück, glaube ich, insgesamt hier reinbringen. Kann es sein. Erinnerungen des Immerbaums durchströmen dich. Das Lied der Uralten, das in meinem Herzen blüht. Er schuf Leben jenseits meiner Welt und in der Leere. Der leere Himmel dieser Welten erstrahlte mit Leben. Und große Ozeane und Wälder breiteten sich auf ihren Oberflächen aus. Neue Völker der Jünglinge brachen in den Tiefen des Kosmos auf und besiedelten neue Welten. Die Harmonie, die über die Jahrhunderte entstand, füllte mein Herz mit Freude. Zugleich faszinierten mich die Jünglinge, die lebhafte Kulturen und starke Stimmen entwickelten. Also sang ich zu ihnen, wie es die Uralten einst zu mir taten. Aber sie eilten umher, abgeschieden vom Lied. Unfähig, das Leben um sie herum zu spüren. Nur ein Volk hörte meine Stimme in seinen Herzen. Sie nannten sich selbst die Aerum. Ich hatte Hoffnung, als sie mir zuhörten.
Erhöhe die Harmonie der Wiesenquartiere auf 100%. Wollt ihr mich veräppeln? Okay. Oh Gott. So. Mach erstmal das ab. Rote Tapete. Und noch ein Gartenpavillon. Und ein Vogelbad. Vogelbad ist schön. Ich meine, Gartenpavillon ist auch schön, aber den haben wir natürlich schon. Ja, sehr schön. Da habe ich doch tatsächlich das Gefühl, ich habe heute etwas geschafft. Vor allen Dingen, weil die Folge so wahnsinnig lang jetzt geworden ist im Vergleich zu den Folgen davor. Aber ich denke mal nicht, dass man die auseinanderreißen sollte. Deswegen, ich bin gerade etwas verwirrt. Moment, da ist mein Zuhause. Au. So, deswegen gehe ich jetzt ganz, ganz schnell schlafen. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich glaube, da klappt das nicht mit den E-Drücken. Und ja, lese eventuell noch den letzten Dialog für heute. Aber ich verabschiede mich schon mal von dieser Folge. Bis dann. Ciao.